Frau Kersen, werden wir nie, was wir erlebt haben. Über die Jahre hole ich mich jetzt schon jeden Tag die Vergangenheit wieder ein. Ich habe vieles gemacht, für mich und meine Kameraden. Reingenommen, weil, hey, hallo, ich will keinen triggern. Ja, meine Geschichte kann ich nicht erzählen. Will ich auch nie. Erst recht nicht hier. Aber der im Nachgang kann es sehr gut beschreiben, wie ich mich in gewissen Situationen fühle, um das Verständnis für andere. Diese Brücke, auf die wir gerade zufahren, mein Verstand rast mit einer Meile pro Minute. Ich will nicht in diese verdammte Gruppensitzung. Ich will nicht zur Veteranenverwaltung. Jetzt stecken wir gleich mitten auf dieser Brücke fest, weil die Ampel rot zeigt. Ich sehe nach links und da sehe ich dieses offene Eisenbahngelände. Ich sehe nach rechts und da ist diese ausgebrannte alte Fabrik. Und ich denke, das ist der perfekte Hinterhalt. Auf einmal bin ich wieder in einem Konvoi im Irak. Und zwar in der verwundbarsten Position. Wenn ich ein Aufständischer wäre, läge ich hinter der Baumreihe entlang der Gleise, käme kurz hoch, würde eine Gewehrgranate abfeuern und wäre weg, bevor jemand wüsste, was los ist. Mein Instinkt sagt einfach raus hier, so schnell wie möglich, aber es geht nicht, weil ich feststecke. Also sage ich mir, ich muss hier lang. Keine Ahnung, ob ich bremsen kann. Gut, hinter mir ist gerade niemand, aber es ist ein perfekter... Wenn das jetzt ein Konvoi wäre und wir hier mitten auf der Brücke stünden, hätte man von da links den perfekten Schusswinkel. Es ist einfach kein Ort, an dem man sein sollte.